Hallo YouTube und ein gut Kick an euch, an euren YouTube-Empfangsgeräten und willkommen zu einem erstmal nicht geplanten, aber jetzt ein neues Video, was noch WrestleMania 40 related ist. Das Video, was jetzt kommt oder das, was ihr jetzt gleich sehen werdet, ist ein Zusammenschnitt von den Best-of-Szenen oder die Live-Reaktion zu WrestleMania Nacht 2, die ja eine ganz, ganz besondere WrestleMania war für uns alle, denke ich. Für mich auf jeden Fall und ich glaube für Panda auch. Das war so eigentlich gar nicht geplant, da was zu bringen, aber der gute Fire Luke hat mich gefragt, hey, ich hätte da Lust drauf, könnte ich das zusammenschneiden? Da sage ich nicht nein. Ich hätte weder die Zeit dazu gefunden, noch wusste ich nicht, ob das überhaupt ankommt. Jetzt haben wir das Material und ich muss euch diesen kurzen Disclaimer mit auf den Weg geben. Habt bitte im Hinterkopf, der Stream lief zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon irgendwie, weiß ich nicht, wieder 7-8 Stunden und mein Mikro ist halt schon etwas empfindlich, ja, da gibt es dann vielleicht beim Popcorn auch mal das ein oder andere Schmatzgeräusch, ja. Einige Leute mögen das nicht, ich will euch das noch vorab mit auf den Weg geben. Ist halt, naja, ungeschnitten, ja, die ungeschnittene Wahrheit. Und im Gegensatz zum leckeren Popcorn schmeckt die manchmal nicht. Ich habe mir das eben angehört und dachte, oh, vielleicht das nächste Mal beim Popcorn essen doch ein bisschen weiter weg. Aber bei so einem langen Stream ist es halt auch so, dass man da nie einfach irgendwie gar nichts essen kann. Und gerade wenn WrestleMania ist, wird sich hier ein bisschen was naschen. Hier mal ein Stück Schokolade oder hier weiß ich nicht was. Und ja, das hört man dann wahrscheinlich auch. Trotzdem glaube ich, dass die Reaction sehr, sehr cool ist. Ihr seht ja ungefähr, in welche Richtung das geht, was wir gerade gucken, was wir sehen. Das ist einfach ein kleiner Bonus nochmal zu WrestleMania 40, so zum Abschluss. Das sollte eigentlich auch die letzte Folge werden, die so mit WrestleMania zu tun hat oder mit Streaming-Content aus den WrestleMania-Streams. Alles Weitere sind dann vielleicht Reaction auf Vlogs oder ähnliches, was noch kommt. Aber das ist wirklich der letzte Content, der aus den Streams herauskommt, beziehungsweise der dann auch sofort WrestleMania-related ist. Bis auf einen Vlog, der noch kommt, wo wir den Erne-Vlog geschaut haben im Stream. Den gebe ich euch mit. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Schaut es euch gerne an. Haltet meine Worte im Kopf, die ich euch gerade eben genannt habe. Ja, also geht da nicht zu hart mit ins Gericht. Guckt es euch gerne an. Ich glaube, da waren schon so ein paar Face-Impressions bei, mit denen man sieht, wie gut dieses Event war. In diesem Sinne, habt viel Spaß und ich gebe ab an mein Vergangenheits-Ich und an mein Vergangenheits-Panda. Und Chat, es geht los. WrestleMania Night 2. Jetzt wisst ihr, wofür das Klavier da war. Alle so, Roman, AJ. Broken Dreams. Broken Dreams, ja. Nee. Ist das Top Dollar? What? What? Junge, du kannst doch gar nicht mehr erzählen, der hat eine Karte, Junge, auf einmal. Wert verdoppelt. Okay, ist Stephanie zurück? Das ist ein geiles Statement. Weil, A, wollen die Women's Division ja gerade wieder pushen. Und die ist ja nun mal maßgeblich daran beteiligt. Plus, neuer Women's Titel. Ey, wenn jetzt der Midcard Women's Titel kommt, nach NXT gestern, ne? Und Stephanie kriegt ja gerade auch gut Kritik ab, ne? Ja. Da geht's doch schon los mit den Special Entrances. Ah, schon mal besseres Timing gehabt. Junge. Die sind so kacke. Hä? Hast du nicht gehört, Michael Cole und so? Nee, gerade nicht. Who are the ones with the swords? Nerds. Kane, comeback, cool. Wie trocken, der hat bei mir sogar gedauert. Kane, cool. Kane, super, freue mich. Geil. Natürlich ein bisschen bitter, nachdem er gestern das Match verloren hat, ne? Ja, da kommt sowas immer komisch, leider. Aber Crowd ist da, haben sie draus gelernt letztes Jahr. Geile Entrance, feier ich. Ist das Rollins einfach als Hedwig heute? Richtiger Vogel, Junge. Bring einfach den Brief an Drew für Hogwarts. Für mich persönlich ein bisschen abgehoben, der Typ. Naja. Weil der Shot gerade unten von der Rampe sah geil aus, ne? Mhm. Und Drew sieht ihn nur und denkt sich so, wie viele Claymore das sein könnten. Die haben doch so Spaß da unten, ne, die drei? Das ist so geil. Ja, das ist so wie so ein Betriebsausflug, ne? Ja, ja. Sieht geil aus, die Crowd. Ich könnte mir vorstellen, dass die Crowd heute auch ein bisschen besser ist, weil es ein bisschen selektiver ist an einem Sonntag, weißt du?
Ich hab den ganzen Gott auf den Bock drauf verschluckt. Ich dachte, ich sehe hier gerade Sheamus gegen Daniel Bryan. Boah, Junge, Alter. Einfach Entrance-Länger für das. Ich hab eben aus Spaß gesagt und jetzt Squash, Junge. Aber jetzt schon ein geiler Moment, Alter. Oh, Junge, wirklich, Alter. Wirklich ein geiler, geiler Moment. Gut erzählt direkt. So wirklich so, scheiß mal auf deine Show hier, Alter. Und als sind alle wach, ja. Wann hat er jetzt geschrieben? Fuck you, Jerk. Bin wach, hab Bock. Hat der gerade selber einen Tweet rausgehauen? Boah, ey, guck mal, allein, stell dir mal vor, Triple Threat im SummerSlam, die drei um den Titel, Junge. Boah. Die drei SummerSlam, fuck my life. Er hat getweetet, bored at work. Wer? McIntyre? McIntyre hat gerade während des Matches getweetet, bored at work? Ja, ja. What the fuck? Das ist ganz großes Kino, die ersten Minuten, Junge. Lol. Hat er? Bored at work, lol. Ist das gut, ey. Und ich dachte direkt, der hat zehn was getweetet. Junge. Kannst du jetzt ein WhatsApp schicken? Geiles Match bis jetzt schon. Hopp. Punk war wirklich so ein guter Draft für die WWE. Der hat so viel gelöst bei der WWE. Und Crowd ist da. Voll. Junge, also das wird ein wildes Match. Wenn da jetzt nicht gleich ein Cash-In kommt, ne? Boah, Junge, Alter. Aber geil. Guter Opener. Ey, Erling, das Stage ist geil. Ah ja, wirklich. Ja, ich weiß nicht, wer das hatet. Nur weil letztes Jahr so überdimensional groß war. Boah. Ey, aber ey, geiles Match. Geiles Pacing drin. Ja, sehr geiles Match. Bestes Drew-Seth-Match, was wir bisher hatten. Da ist so viel Feuer drin in dem Match, ne? Allein schon mit Punk und allem. Macht er einen? Nein. Ist aber geil erzählt, weil außerhalb der Finisher wenig Moves passieren. Dann kann man das noch so ein bisschen erklären. Und kein so 20-Minuten-Match ist, wo man dann die ganze Zeit auskickt. Oh, jetzt sind beide zweimal ausgekickt. Und jetzt ist durch. Aber ich bin generell kein Fan von den ganzen Finishern immer. Ich sag immer Mania. Ist Mania, ne? Mit den Finishern. Ja, safe. Storm? Punk kriegt jetzt sowas ab, ne? Beste Leben. Einfach gleich keinen Tisch mehr. Match Nummer 1. Ja. Das ist aber geil, dass er so lauter redet, damit die den noch hören, weißt du? Ja. Das ist gut. Ja, jetzt muss aber durch sein. Ah, der ist zu viel. Der ist zu viel. Nein, ist gut. Nee. Mann, wir feiern alle Rocking Austin. Ja, nee. Können die das doch auch machen. Da waren 80 Finisher. Ist doch geil. Der war jetzt einer zu viel. Okay, aber trotzdem war einer zu viel. Wenn du mir jetzt sagst, jetzt ist auch noch okay, dann... Nee. Krass. Boah, ganze Crowd. Wow. Das ist eine Staffelübergabe von Rollins gerade, ne? Getreu dem Motto, ey, ich hab den aufgebaut, ich bin Work Champ. Halt den in Ehren. Das war eine richtige Staffelübergabe. Geil. Nicht mal dieses so, ey, sauer, sondern so eher so, ey, okay, ich acknowledge dich so, aber jetzt mach auch was damit, so. Ich hab dir nicht umsonst so weit gebracht. Boah, Alter. Das sieht fast nach Real Talk aus, ne? Oh, da war aber...
Oh, ist da Feuer drin, Junge. Das sah fucking nach Real Talk aus. Oh, Junge, was? Was hat er gerade gemacht? Ich hab gerade in den Chat geguckt. Fuck it. Nee. Ich sag's noch. Der zieht die Armschiene aus. Ich hab's gesagt. Oh mein Gott. Fuck, ist das ein Start, Junge. Und jetzt Cash-In. Und jetzt der Cash-In. Dann drehe ich völlig durch. Wenn jetzt der Cash-In kommt, gehe ich nach Hause. Dann gehe ich nach Hause. Ich bin zu Hause, aber... Ja, aber das riecht nach Cash-In. Boah. Ey, Alter. Holy fuck. Ich hab extra Fenster zugemacht, ne? Ist das Mania? Ist das Mania, baby? That's Mania. That's fucking Mania. Was passiert denn hier? Halt's Maul, nein. Und Punk steht auf dem Tisch. Was passiert hier, Bruder? Was ist das für eine kranke Scheiße? Hör mal, wie Samantha Irvin zittert im Sprechen. Ist das krank? Vergesst alles, was ich die letzten Monate mal Damien Priest gesagt habe. Ich liebe Damien Priest. Ich war immer großer Damien Priest-Fan. Auch das mit der Leiter. Konnte gar nichts für. Scheiß Referee. Junge! Ja! Heilige Scheiße! Okay, Real Talk? Das war gut. Zweitbester Cash-In. Und wir reden gerade noch so, you deserve it. Wie scheiße, du fühlst du dich jetzt? Ist das geisteskrank? Triple H ist am Kochen, Alter. Jetzt mal ganz ehrlich, wir haben so scheiße über Damien geredet. Der wird nicht ernst genommen, der Koffer ist nicht da, der hat den nie dabei. Gerade noch, der hat den Hotel wieder vergessen. War auch ein Scheiß. Aber Mann. Wie gut war das gemacht? Das ändert nichts dran, ja, aber der Run war trotzdem scheiße. Aber das war vom. Ich hab ich gar nicht drüber nachgedacht, dass er den jetzt auch windelweich spülen könnte und da kommt Damien. Hab ich gar nicht im Kopf gehabt. Das war eigentlich nur ein Spaßcall mit dem. Ja, pass auf, jetzt zieht er die Abschiede ab. Gänsehaut, ey. Ey, das war, glaube ich, das war das krasseste WrestleMania-Opening, das ich gesehen habe bisher. Was machen die denn da gerade, Junge? Boah, Junge, Alter. Let's go. Was passiert denn hier? Wie kochen die denn? Ja, also ich glaube, die haben sich sehr viel für Tag 2 aufbewahrt. Oh, wow, that's a cat. It's me. It's D-O-double-G. Aber Stimmung ist cool, hör mal. Also die Crowd ist auf jeden Fall da. Ich weiß ja nicht, was die rufen, aber die rufen irgendwas. Ich wäre noch nie so gern ein Tisch gewesen, ehrlich. Let me be your table. Nein. Ist das nur geil, was die da auffahren, Junge. Komm, wie er dir die Anleitung gibt. Stretch it. Ab. Und? Boah, ist das geil, Alter. Ist das geil. Boah, Junge, Alter. Boah, was passiert? Ey, ohne Witz, Panda, was passiert hier? Ich hab wirklich keine Ahnung. Ich hab gar keine Ahnung. Ich bin so drin, ne? Das ist einfach ein Abend. Wir haben gar keinen Bock auf das Match. Ich bin so drin. Junge, ich kann gar nicht mehr woanders hingucken. Ich will nichts verpassen. Aber LA ist wirklich so viel besser geworden im Ring nach seinem anfänglichen Problem.
Das muss man ihm einfach auch mal hoch anrechnen. Was hat der in eine Scheiße einstecken müssen von den Leuten? Wie kacke der ist und alles. Der ist sehr, sehr clean geworden. Okay. Hey. Wo kommt der denn her? Schönes Ding, Dicker. Sehr clean. Aber was du gerade auch sagtest, wie gut der im Ring geworden ist, nach den Anfangsschwierigkeiten, was so Selbstvertrauen und Charakter aufbauen mit so einem machen. Ja. Guck mal, also die gesagt haben, der ist noch nicht so Championship-Material und so. Ja, der ist massives Championship-Material. Und weil der ist halt auch im Ring mittlerweile, Beckencut auch mit dieser, das, was er jetzt wahrscheinlich auch wieder macht, mit dieser Aktion da hochzuspringen, wo er das einmal gegen Sheamus verkackt hat und einen Tag später wieder macht, so. Ja. Da musst du schon Selbstbewusstsein haben. Ja, da habe ich aber jedes Mal Schiss vor, ne? Ja, weil es aber auch eine schwierige Aktion ist. Ja, ja, safe. So, aber er hat es nur einmal verkackt, so gesehen. Ja, und trotzdem hält man ihm das irgendwie so vor, ne, und hat immer wieder Angst. Gutes Match auch, ey. Das ist ein richtig gutes Wrestling-Match mit einem guten Tempo. Krass, ey. Also, ich weiß nicht, was hier heute passiert. Aber ich wusste, dass das gut wird, weil die beiden haben eine gute Chemie. Das hast du in den letzten Monaten gesehen. Ja. Aber bisher ist ja alles nur geil heute. Wo seht ihr Onkel Howdy, wenn er kommt? Du könntest den hier bringen. Weil halt die ganze Bray-Geschichte ja auch ein bisschen was mit LA Knight zu tun hat. Howdy niemals. Also du glaubst, Howdy kommt niemals. Okay. Hat eben noch getweetet, ne? Vor allem jetzt mit dem düsteren Ding da von AJ. Ja. Weißt du? Boah, sind die Leute da. Junge, Alter. Geiler Shot, ne? Die neuen freien Kameras, die die WWE nutzt, sind so gut. Haben die da oben Heilstrahler? Oh, Alter. Nein. Oh mein Gott, Alter. Junge, was sehe ich hier heute? Ja, genau so, Bruder. Geil gesellt von AJ, Dicker. AJ, nicht, dass du auf deinen alten Tagen, da werde ich doch nochmal Fan werden. Was eine Athletik hat, LA Knight, der hat echt zugelegt. Ich würde ja, guck mal, ich muss ja immer aufpassen, was ich so erzähle. Weil ich bin ja halt nun mal einfach LA Knight Baby, so. Ich bin ja erste, also, ne, ich bin Riesenfan. Aber man kann, ich stimme zu, wenn man sagt, der war am Anfang nicht so stark. Aber wenn mir jetzt jemand sagt, dass LA Knight schlecht im Ring ist, das stimmt einfach nicht. Das ist eine Lüge. So. Beim Anfang, sage ich ehrlich, bin ich bei euch. Ist das wichtig, dass der endlich einen Mania-Sieg hat, Dicker? Ich hab's dir gesagt, die geben uns heute alles, Alter. Wir brauchen keine Downer bei Mania. Ich sag ehrlich, das ist die Mania dieses Jahr. Also die beste Mania dieses Jahr. Junge, ich hab Gänsehaut, Alter. Schön. Aber auch, ey, sehr, sehr, sehr gutes Match. Sehr stabiles, gutes Match. Das haben wir gestern im Livestream gezeigt, das Auto. Echt? Aber, ja. Was? Gestern René hat mir das Foto geschickt. So kleiner Leak für Mania und dann konnte man das sehen. Ob Sammy da jetzt steht? Stell mal vor. Junge! Wäre das ein Moment, Alter. Junge, Alter. Das wäre ein kranker Moment. Boah, hab ich hab Gänsehaut. Den tank ich. Den tank ich schon als Randy-Fan. Das wäre so geil für beide. Der hat sich einfach K.O. da vorne drauf. Geiles Ding. Ich lieb den so. Ich lieb diesen Mann so. Du bist mein Gott. Ich lieb den so sehr. Wie cool ist dieser Mensch? Das ist auch geil erzählt. Einfach von SmackDown rübergenommen. Abfahrt, Junge. Und dann einfach noch K.O. vorne so ganz billig draufgeklebt. Ja, so ich lieb den so. Ich lieb diesen Mann so. Entertainer to the fullest, aber auf die leichteste Art und Weise. Aber, also wie gesagt, ich mag ihn als Typen überhaupt nicht, ne? Aber Logan ist schon unfassbares Talent. Man muss den auch nicht mögen, aber ich finde den halt, seit seinem ersten Auftritt hat er bewiesen, dass er mehr als nur Influencer ist. Ja. Und auch durch die ganzen Podcast-Aufnahmen mit den ganzen WWE-Superstars.
merke ich, wie viel Respekt der für das Business auch hat. Ja, aber der muss mehr Showing haben. Der braucht mehr Showing. Der muss mehr Wheatley wresteln. Auch um sich selbst, A, um sich selbst zu verbessern und B, um auch einfach, weißt du, so angenommen zu werden. Ja, aber der Typ ist in Ring. Der Blick von KO so. Das ist so gut, Junge. Oh mein Gott. Habe ich auch, weiß gar nicht, ob ich den jemals von KO noch gesehen habe in den letzten Monaten. Aber auch wieder kreativ, ne? Ja. Ja, ja. Ich frag dich jetzt was und du gibst mir deine ehrliche Antwort. Ja. Puntkick? Sieht danach aus, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Panda ist passiert! Speed! Wer? I show Speed! Ist so. Das geisteskrank. Der Sui Guy. Ist das geisteskrank. Junge. Jetzt weißt du, wer den Puntkick kriegt. Boah, sauber gesprungen. Sauber gesprungen. Man hatte echt Hoffnung. Ja. Auch richtig starkes Match. Richtig gut. Und das war halt das, was wir befürchtet haben, ne? Ja. Ist auch okay. Wir haben, ja, voll. Aber geiler Entrance. Hat sie sich verdient, endlich mal einen coolen Special Entrance zu haben. Oh, bitte, ey. Lass das gut werden. Slivo, ich hab Angst. Warum? Nach dem Matchausgang, wenn Bayley den Titel holt, dann hab ich Angst. Vor dem Main Event? Alter, die Kamerafahrten sind so geil. Guck dir das an. Dieses. Und ich sag dir. Nimm mich hart und nimm mich Wonder. Wenn Io dieses Showing auch in den Weeklies hätte, mit ein bisschen mehr Mikro oder was auch immer, sofort abkaufen. Die sieht doch krass aus, die Frau. Die ja, hat eben. Auch von denen mit die meiste Ausstrahlung. Guck mal, wie geil das aussieht, von unten so abgefilmt und so. Ja, Promo wieder. Ich glaube, es gibt auch wieder die 8K-Kamera. Bayley sieht aber auch sehr, sehr smooth aus, ne? Bayley, cooles Outfit. Oh, bitte lass das. Das ist für mich, das könnte für mich ein leichter Downer werden, ne? So war schlimmer als das KO-Ding, weil da habe ich gar nicht mit gerechnet, sodass da was passiert. Aber wenn Bayley hier nicht Champion wird, dann ist das ein Downer für mich. Aber auch geile Friese. Die Leute haben Bock. Bayley aber auch. Ja. Guck mal, was die Chance kriegt im Vergleich zu einer Becky. Nur so. Ja, ja, das ist. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey, hey, Bayley. I wanna know. Also, jetzt hätten sie alles ausgewechselt nach gestern, ne? Ich weiß nicht, ob es die Heilstrahler sind unter dem Dach, aber. Vielleicht war es gestern auch wirklich um einiges kälter. Ja, ja, safe. Ich glaube auch, dass das ja nicht schon angenehm ist. Nee, gar nicht. Ich glaube, wenn du dir da einen abfrierst. Ey, die lautere Chance als Cody gestern. Man könnte das gleiche Ding ja auch mit Cody singen, ne? Hey, hey, Cody. I wanna know if you be my girl. Das erste Match, wo nicht ganz so viel Tempo drin ist, ne? Was aber auch nicht schlimmer ist, weil. Also, ja, kannst jetzt mal durchatmen ein bisschen. Ja, ja. Ich muss seit Match 1 echt auf Toilette. Geh doch jetzt schnell. Nee. Nach Mania. Nee, nicht underwhelming. Ist auch falsche Wort, aber. Ein bisschen Luft rauszunehmen für ein Main Event, glaube ich einfach. Ja. Die haben so Party gemacht jetzt. Boah. 2 Stunden. Die ist auch so gut im Ring, ne? Also, das Match ist jetzt nicht underwhelming, so. Aber.
Bailey wieder mit dem Elbow eigentlich als Finisher? Wäre geil. LOL! Oh mein Gott, was? Okay, das war ein krasser Reversal. Aus dem Rosebud so rauszukicken ist krank, weil der ist so niedrig gesprungen auch, oder niedrig ausgeführt. Das war krank. Punk-Kick. Guck dir die Crowd. Jetzt! Let's go! Oder was ist das für eine Mania? Und genau deswegen habe ich jetzt Schiss. Zu viele Feel-Good-Moments, ne? Zu viel. Oder es ist wirklich das absolute Einläuten, ne? Geil, schön für Bailey. Endlich hat sie ihren Mania-Moment. Die hat endlich ihren Mania-Moment. Es ist so schön. Ist das verdient? Ist das fucking verdient für die Frau? Ich hab richtig Gänsehaut, Mann. Ja, ich auch. Oh. Ich bin gerade aber überwältigt von der ganzen Mania. Und das ist auch kein Eingriff war und so. Alles richtig. Oder habe ich was verpasst? Nee, war alles gut. Nee, ne? Ja. Wenn der jetzt mit schwarzen Haaren da rauskommt, ne? Boah! Fuck me! Da ist die Crowd doch endlich wieder, Mann! Das ist ein geiler Entrance. Muss ja gar nicht mehr sein, weißt du? Das reicht. Ja, das war so geil inszeniert. Brandy ist da. Endlich ist Brandy zu sehen, Mann. Boah! Oh! Oh, Junge! Mir läuft's eiskalt den Rücken runter, ne? Ich komme nicht klar, ne? Ich find das so brutal. Ich hätte niemals gedacht, dass WWE wieder mich so packen wird. Niemals. Boah, die Version, Alter. Die Crowd wird jetzt gleich elektrisierend, Alter. Das ist nur krank. Wo war die gestern nicht da? Panda, Alter. Das hätte so viel rausgeholt. Die Atmosphäre ist ja geistes, also das ist wirklich gestört. Ich will nicht sagen Hogan Rock Level, aber für die Neuzeit ungewohnt. Das ist so geil, wie das gesplittet ist auch. Ich find's krass, dass keiner von der Bloodline mit ist. Ja, ich glaube, ich habe gerade so, also ich habe schon 3 Moves jetzt gesehen. Ich weiß nicht, ob das Teaser sind oder Hommage oder. Erzähl. Der Bulldog von Cody. Ja. Klassisches Cena-Ding. Dann Last Ride-mäßige von. Stimmt, Last Ride Takerbomb, ja. Ich weiß nicht, was die da alles noch raushauen. Also, das ist. Ich bin richtig hooked, Alter. Das ist geistkrank. Sowas hab ich noch nie gesehen bei Roman. Krass, ne? Guck dir die Crowd an, bitte. Das habe ich von Roman noch nie gesehen, was er da heute raushaut, ne? Kann ja sein, dass jetzt der Erste, genau das. Ja. Boah, aber wie der gezischt hat, ne? Und das ist der Kick gegen Jimmy. Doch nicht. Okay, wir kriegen komplette Chaos. Es wird Overbooking, was wir gesagt haben. Es wird komplett. Und jetzt crazy. Die Arme, bitte, 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 zeig, dass es geht. Heute. Ja, okay. So weit kommen wir, glaube ich, nicht. Boah, auf der Stage, auf der Rampe, Junge. Boah, die hatten nicht viel Fläche. Den musst du treffen, Alter. Ich hab kurz Angst ja. gehabt, ne? Die hatten nicht viel Fläche. Genau Boah. Das will ich haben. Boah, wie der da reinspringt, Alter. Boah, wo kommt denn der her? Boah, mach Overbooking. Mach mehr. Lass Meteoritenhagel. Feuerhagel. Vulkane brechen aus. Gib mir alles. Aliens kommen runter. Macht alles. Es ist mir egal. Verschwörungstheoretiker, jetzt eure Zeit. Macht euch fertig, Junge.
Zünd den Ding an, heb ihn hoch, lass ihn schweben. Ja. Paul Heyman wird zu Superman, der reißt sich das Ding auf, Zorro kommt auch dazu. Mach alles, gib mir alles, ich will nur entertained werden. Gib mir Glasscherben, so, Glasscherben sind wichtig. Was passiert hier? Was sind wir denn sehend? Aber genauso musst du es machen. Jetzt kommt immer ein Konterpart, denn bei Solo kommt Cena. Und bei The Rock kommt Steve Austin. Hör auf, lieber. Junge, das wäre das krankeste Finale, was ich je gesehen hätte. Ich. Genau, okay. Dieses Overbooking. Das ist Kino. Diesmal nicht 5 Schritte zurück zum Seil. Mein Herz, Alter. Komm raus, wer auch immer. Hornswaggel, Gilberg, irgendwas. Ist mir egal, ich würde alle nehmen. Imagine Solo turned jetzt. Der Puppedale. Spear gegen Solo. Der zieht ihn einfach selbst. Nee, doch nicht. Es ist Overbooking. Es ist komplettes Overbooking. Ja. Es ist genau das, was man machen wollte. Boah, der Shot, bitte bleib so, wenn einer rauskommt, bitte. Bitte, was passiert hier, Alter? Oh mein Gott, ich will es gleich nicht sehen. Boah, ist der feiert, Junge. Es ist nur kranke Scheiße. Gib's mir. Rotz mir in die Fresse. Was sind wir hier sehend, Chat? Was sind wir hier sehend? John Cena und The Rock in einem fucking Ring. Nach über 10 Jahren. Und das ist geisteskrank. Eventuell sehen wir gleich die krasseste Fehde, die WWF jemals hatte, nochmal im Ring. Und René und Steini sind vor Ort. Boah! Cena sieht auch in Shape aus. Da stehen gerade 2 krass bezahlte Hollywood-Schauspieler im WWE-Ring in einem fucking Stand-Down. Genieß die Scheiße. Guck dir das an. Das ist Hogan. Das ist Hogan Rock. Seth? Seth Ambrose? Nein. Nein. Okay. Das ist nur gestört, was hier passiert. Die wollten genau das ich... Oder bitte. Auch, also wird nur noch gepiept, ne? Ja. Das ist genau das, was die Leute denken. Warum denn jetzt das Shield? Gib's mir. Jetzt, genau. Was? Halt's Maul. Ich kann nicht mehr. Ey, und die Jungs sind vor Ort! Die leben zu Undertaker! Das ist geistkrank. Oh mein Gott. Ich bin... Boah, Junge. Geiler Shot mit dem Stuhl und dem Gürtel. Boah, Junge. Wenn jetzt noch Goldust kommt,
Dustin Rhodes, dann. Oh! Oh! Ist das eine geile Nummer? Boah, ist das geile Richtig. Storytelling! Ist es, das ist krank. Denk dran, ne? Jacob Fart wird unterschrieben. Hör mal, hör dir Samantha an, hörst du das? Also, ich bin sprachlos, ne? Es ist eine neue Ära. Es startet eine fucking neue Ära. Samantha, Junge. Samantha, richtig zittrige Stimme, ne? Ja, und nicht, weil kalt ist. Cena, mach mal ruhig jetzt da, immer da am Rumspielen. Ja, ja. Das LA Knight da mit dem Ring ist für dich krass. Ja, ja. Ist auch ein gutes Statement übrigens, ne? Ja. Guck mal, wer da alles steht. Punk. Sogar Punk, Alter. Das sieht aus, als wenn die gerade Backstage, so Show vorbei, so. Die machen das gerade. Oh, die Mutter. Mama Rhodes. Oh, oh. Oh. Ich bin wirklich fucking sprachlos. Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe, ne? Ein massives Overbooking. Nein. Oh. Triple H, let's go. Guck mal, selbst Punk ist den Tränen nah. Hast du das gerade gesehen? Ja, ja, ja. Ah, Pritchard ist nicht so beliebt. Also, ich dachte kurz, er holt das denn, ne? Dachte ich auch, ja. Und jetzt der Turn for Triple H. Pedigree. Nee, ich glaube auch nicht, dass das scripted ist. Punk ist auch richtig am Plannen, ja. Schönes Bild. Schönes Bild. Das ist der Unterschied übrigens zwischen Vince McMahon und Triple H, Ladies and Gentlemen. Nähe zu den Leuten. Boah, Michael Cole ist am Heulen, Alter. Ui, oh. Krass, schönes Bild, Mann, wirklich. Der Punk hat so dicke Augen, ne? Ist unglaublich. Ich sag dir, das ist noch nicht over. Es ist komisch, wie lange sich das zieht, ne? Ja, ich sag, das ist noch nicht over. Wir gehen jetzt gerade alle raus. Oh, wie Seth da rausgetragen werden muss. Der Junge vom Brody Lee, Alter. Das hat mir letztes Jahr... Wird gehen wissen, was auf dem Gürtel stand. Imagine, ich gebe den Call jetzt ab. Ich weiß, das wird nicht passieren. Imagine, jetzt kommt MJF raus. Imagine, jetzt kommt MJF. Ja. Dann bin ich raus. Dann gebe ich auf. Und Seth war sein Shield. Nichts mit Turn, gar nichts.
Guter Call, habe ich ganz vergessen. Seth war sein Shield. True, habe ich ganz vergessen. Jetzt kommt MJF, bleib im Ring. So Cody, you're now gonna get fucked by Brock again. Have fun. Ist schon merkwürdig, ne? Sehr merkwürdig. Irgendwas, ich weiß, ich... Aber mehr kann eigentlich nicht kommen. Eigentlich nicht. Du hast so schöne Bilder jetzt. Jetzt hast du das Feuerwerk, bist allein im Ring, hast das Bild, wie die da hinten stehen. Mama Rhodes, Alter, Junge, Junge. Michael Cole, richtig emotional. Wie laut es auch war bei Taker, ne? Ja, über. Also mit Taker habe ich nicht mehr gerechnet, wirklich nicht. Ich habe den gar nicht auf dem Schirm gehabt. Nee, Taker hatte ich so gar nicht. Man wusste ja, dass irgendwas war, aber also habe ich nicht da drin gesehen. Krass, krass, krass. Sehr, 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 sehr krass. Wo, MJF? Mir zu wenig Überraschung, ne? Die beste Mania, die ich jemals gesehen habe, glaube ich. Beste. Ja, wenn man das jetzt auf Tage bezieht, war das der beste Mania-Tag, den ich je gesehen habe, ja. Und da unterschreibe ich so. Das war das Rundeste. Das, was wir so die letzten Wochen auch immer gesagt haben, von Anfang bis Ende durchstrukturiert, das rundeste Mania, das ich gesehen habe. Mit, ja. Mit den Problemen, die sie hatten aufgrund der ganzen Verletzung, auf der man irgendwie ein bisschen anpassen musste. Kleine Referenzen immer wieder rausgeholt. Dieses, ich bin dein Shield. Ja. Das nochmal Cena Solo aufgegriffen. So. Natürlich kommt The Rock dann raus. Austin, einzige, was vielleicht noch krasser gewesen wäre, wäre Austin gegen Rock im Ring. Safe, zu 100%. Weil das wäre so der Moment, wo du denkst, wow. Ja, wenn Austin da rauskommt mit den Glasscheiben und dem verpasst, dann ist komplett. Ja. Also, Taker war schon laut, aber ich glaube, wenn dann Stone Cold rauskommt, dann... Und dann aber auch nur so 10 Sekunden mal Stare-Down im Ring, weil da steht einfach Rock und Austin, die krasseste, ja, WWE-Fehde oder WWF-Fehde hatten. Dann wäre es noch krass gewesen. Aber vielleicht wollte Austin auch nicht so. Kann ja alles sein. Weiß man ja nicht. Die haben uns das gegeben, wovor ich Angst hatte, ne? Die haben uns jedes Feelgood-Ding gegeben. Ja, und damit weißt du, die WWE ist an dem Punkt angekommen, wo sie A, zuhören, endlich. Ja. Und B, einfach auch super kreativ Sachen lösen. Also wenn ich schon den Anfang sehe, wie kreativ das gelöst war. Ja. Krasse WWE, krasse Mania, WWE, wirklich. WWE hat mich wieder, sehr gut. Außer Logan. Logan musste so erzählen. Ist alles cool, ja, so. Ja, ja, dachte, also, wie gesagt, also ich wusste, dass Ambrose nicht kommt, aber das war schon geil. Ja, gut. Ich habe gerade alles gesehen, so. Da hätte alles können, so, weißt du? Ja. Ambrose hat total mit der WWE gebrochen. Ich hätte Dustin Rhodes, hätte ich vielleicht noch erwartet, so nach dem Motto, mein Bruder und sowas. Ja. Aber da bist du wieder dieses, was Cody gesagt hat, dass er sich Rat geholt hat bei allen Wrestlern, so bei den Legenden so ein bisschen. Jetzt, ja, weißt du warum. Jetzt ist das auch erzählt. Jetzt weißt du auch, warum er sich so sicher war. So. Und das auch, und gut, dann, gut ist übrigens, dass es ein Bloodline-Rules-Match ist, weil bei jedem anderen Match hätten die nicht eingreifen können. Ja. Dass wir echt ein Overbooking bekommen, ne? Genau das, was man sich gewünscht hat. Es ist, wenn du mich gefragt hättest, wie soll Mania sein heute, dann hätte es genau so sein müssen, wie es war. Also ich bin sprachlos. Ich bin wirklich, wirklich sprachlos. Wirklich sprachlos, dass wir... Weil du, das ist das, das bist du. Vielleicht ist das genau dieses Ding, was mich immer so ein bisschen stört, wenn du dann hörst WWE und die Leute schreien immer, ja, aber die WWE verkackt es ja sowieso immer so diese, weißt du, die machen ja eh nie das richtig und man hat super viele Sachen im Kopf und da passiert es eh nicht. Vielleicht ist das die neue Ära, ja, wo halt einfach so Entscheidungen dann auch einfach mal durchgezogen werden, die man trifft. Ja. Ich glaube, so ein Bild hättest du nie vorher woanders gesehen. Ja. Dass es wirklich eng beieinander ist, dass Triple H wirklich eng mit Arbeit menschlich ist, sage ich jetzt mal.
Story ist finished und nun ein langweiliger Titrun wird das. Ja, kann ja sein, aber Story ist trotzdem finished und endlich ja. haben wir keine dumme Rekordjagd mehr. Und ich hoffe, dass die WWE, dass das eine neue Zeit einläutet bei der WWE, wo man nicht mehr nur nach Rekorden jagt. Das ist einfach nicht das, was... Du siehst ja, was das für Storytelling macht. Leider gar nichts. Also wenn Codys Run scheiße wird und der gut, dann... Mir ist das egal, wie der Run wird von Cody. Ja, mir ist das wirklich egal. Ja. Cody Crybaby hin oder her, der hat das jetzt gefinished. Jetzt muss er das beweisen. Ich gehe mit einer 9 von 10 Overall Mania. Nee, kann ich nicht. Ich muss auf eine 9,5 gehen. Der Tag war mir gestern ein bisschen zu downer. Da gehe ich auf eine 10. Ich gebe eine 10. Ach, fuck it, ich gebe eine 10. Weißt du warum? Bro, ich war so emotional drin, es ist eine 10. Ja, aber weißt du auch warum? Weiß ich nicht. Gestern war einfach Pre-Show von dem, was heute passiert. Ja, hättest du das aufgeteilt von den Momenten, hättest du gehabt. Ja, stimmt. Und somit ist es dann wiederum gut. Aber du hättest ja zum Beispiel ein LA Knight-Match da einfach überschieben können. Als Beispiel. Ja. Ne? Aber völlig egal. Aber du weißt, was ich meine, ne? Naja, das, was wir heute gesehen haben, war 10 von 10. Also heute war auf jeden Fall 10 von 10. Ich lasse mir das gestern da eigentlich auch nicht so downen. So. Ich meine, das Ende musste ja so sein. Noch zum Main Event war ja gestern auch gut. Ladder Match war ja auch in Ordnung. Da waren halt 2-3 Filler-Sachen drin, so, die jetzt sein mussten. Aber weißt du, was das ist? Das war auch das, dieses Fantasy-Booking-mäßig. Einfach einfach mal diese Truth hängt den Gürtel ab und die anderen den gegeben. Ja. Ja. Das ist Fantasy-Booking, also das war wirklich Fantasy-Booking. Das, ja. wenn wir das vor 2 Wochen so gesagt hätten, ne? In der Preview oder so, da hätten die Leute gesagt, lol, oh, die wieder die Overhype, wieder das Fantasy-Booking. Das ist eigentlich genau das, was wir immer machen. Ja. Und ich weiß auch ganz genau, dass wir das jetzt nicht jedes Pay-Per-View bekommen oder Weekly, aber wir sind auf einem sehr, sehr geilen Weg. Ja. Wenn ich das so sehe. Stimmt. Ja. Weil du kannst nicht immer diese Feel-Good-Moments haben, wie du immer sagst. Das gehört im Wrestling dazu, dass auch mal was anders läuft. Aber wenn es geil erzählt ist. Ja, muss auch mal bergab gehen, damit es auch wieder bergauf gehen kann. So. Genau. Bruder, Bruder, Bruder. Ey, Jungs, Mädels, ich beende jetzt hiermit die Mania-Reihe. Ich möchte mich aber an der Stelle erstmal wirklich, wirklich, wirklich krank bedanken bei euch für den Support über die Tage von Donnerstag bis heute. Habe ich mir nicht erträumen lassen, wirklich nicht. Vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank, dass ihr den Ritt mitgemacht habt und mit mir zusammen mich hier nicht alleine gelassen habt, während die Jungs da Halligalli machen und Taker sind alle so und dran. Dass ihr den Ritt mitgemacht habt. Und das war nicht selbstverständlich, das war sehr, sehr schön, das hat mich ein bisschen mitgetragen, hat mir sehr, sehr viel gutes, positives Feedback gegeben und dass ich selbst auch auf einem richtigen Weg bin, so mit den Sachen, die ich die letzten Monate mache und dafür ganz, 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 ganz viel Liebe, vielen Dank für eure ganzen Follows, Support, Subs, Bits, YouTube-Abonnenten, Klicks auf YouTube, Story teilen. Spaß haben, gute Vibes verbreiten. Ihr seid ein richtig, richtig korrekter Chat gewesen. Bei der Größe von Zuschauern überhaupt nicht verständlich. Dafür großen Respekt an euch. Ey, Kuss. Macht's gut. Gut Kick an euch. Und vielen Dank fürs Dabeisein. Liebe an euch. Macht es gut, Nachbarn. Und ne, wisst ihr Bescheid.